Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Stellaris. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Da ist doch was. Was ist das? Projekt erforschen. Er ist nicht gut genug dafür. Er auch nicht. Okay, das ist komisch. Das ist komisch. Ach, und ich habe Pause, deswegen passiert ja nichts. Ach, ich bin mal wieder so ein Dussel. Auf jeden Fall, wir sind jetzt gleich wieder dabei, den nächsten Planeten zu kolonisieren. Und wenn es nach mir geht, machen wir das Ganze hardcore. Also so richtig. Moment, wie viele Korvetten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Korvetten. Dann sind wir bei 100. Dann können wir nochmal 2 obendrauf setzen. Flottenbefehl erfüllt. Der hat das jetzt hier gebaut. Hier kann er nichts mehr bauen. Hier könnte man noch tatsächlich ein bisschen Strom abbauen. Ich sage immer Strom abbauen. Umgangssprachlich. Ist natürlich falsch, aber wie gesagt, ist umgangssprachlich. Blups. Weil das ist echt das, was am schwierigsten ist. Nach wie vor. Die ganzen Energy Credits für unsere Vorhaben hier zusammen zu trommeln. Was jetzt passiert? Galactic Immacar Imperium hat irgendjemand den Krieg erklärt. Seid ihr das? Nee, das sind Imperial Realms. So. Ihr seid gegen uns sogar lächerlich inzwischen. Finde ich witzig, wenn ich so darüber nachdenke. So, unsere Flottille wird immer stärker. Dann würde ich einfach sagen, dann setzen wir dahinter einfach nochmal einen Zerstörer. Und dann kann diese Flotte hier abgegradet werden. Und wir haben jetzt hier dadurch eine Kampfkraft dann von über 6k. Wir werden über 6k Kampfkraft haben. Man kann sich dann sogar überlegen, ob wir die Flotte nicht sogar teilen. Jetzt haben wir die 6k überschritten. Wir haben wieder. Oh, jetzt haben wir einige an Forscher verloren. Das ist nicht gut. Erstmal ein Physikforscher, den wir nicht haben. Großartig. Machen wir erstmal hier so einen Sozialforscher rein, ne? Der macht Staatskunst. Rekrutieren. Nehmen. Vielleicht haben wir ja jetzt einen zur Auswahl. Ne, haben wir nicht. Nur ganz allgemein. Lebensdauer erhöht. Forschungsgeschwindigkeit erhöht. Erfahrungszuwachs anführe. Wir nehmen Forschungsgeschwindigkeit erhöht. Das bringt schon was. Er ist halt nicht spezialisiert, er ist einfach nur insgesamt ein guter Forscher. Dauert hier noch ein bisschen. Das hier ist relativ bald mit der Grenzklinik soweit. Warp-Antrieb, nächste Stufe, passt auch. Konstruktionsschiff. Hier war doch noch irgendwas. Keine Ahnung. Ah nee, Blödsinn, halt, geh dahin, geh dahin. Das wollte ich machen. Ich dachte gerade eine Sekunde lang. Aber egal. Man sollte nicht so viel denken. Doch, natürlich sollte man viel denken. Aber man sollte erstmal gucken, bevor man denkt. Man braucht erstmal die Informationen, um aus den Gedanken, die sich potenziell bilden könnten, etwas Sinnvolles zu gestalten. So, jetzt haben wir dieses Ding hier. Was? Ich dachte, wir hätten irgendwas besiedelt. Haben wir nicht irgendwas besiedelt hier? Ah, doch, ja. Es ist gerade eben dabei, besiedelt zu werden. Construction complete. Gut. Oh, jetzt haben wir hier nochmal ein Schiffli mehr zur Auswahl. Raumhafen. Dann bau halt noch eine Korvette, meine Güte, und dann gehst du auf die nächste Stufe hoch. So, wenn diese Korvette gebaut ist. Was haben wir denn jetzt hier? Rivalitäten beendet. Was interessieren mich eure Rivalitäten? So, das hier haben wir jetzt. Jetzt bin ich am Überlegen, was für ein Planet könnte Sinn machen. Definitiv der hier, denn der ist nicht innerhalb unseres direkten Gebiets. Bewohnbarkeit 70%.
Oberfläche ist ganz okay. Wir kolonisieren das. Zack. System Survey complete. Das hier wird auch hochgebaut. Raumhafen, nächste Kolonie. So. Jetzt haben wir das hier fertig. Föderation, orbitale Hydrokultur. Nein, ich möchte die Flottenkapazität erhöhen. Wir sind nämlich so eine Agro-Spezies. Bündniseinladung, was? Irgendjemand hat irgendjemanden eingeladen. Okay. Wir akzeptieren das. Also, aufgrund der Tatsache, dass wir es eh nicht ändern können. Der ist ja immer noch angedockt. Könnte auch mal abgegradet werden, stelle ich gerade eben mal fest. Ist ja technisch auf dem neuesten Stand ist. So. Wir haben irgendetwas entdeckt. Wir erforschen das mal. Das Forschungsschiff soll jetzt mal hier hingehen. Ja, muss komplett außen rum fliegen. Überraschend. Muss ich schon sagen. So, dann... Ich dachte, ich hätte dich ausgewählt, aber nein, hatte ich nicht. Und hier wollen wir momentan nichts tun. Construction complete. Weil ich nach wie vor nur nach den Energy Credits schaue. Oder vielleicht mal etwas, was die Forschung unterstützt. So, Moment. Unsere Flotte ist soweit. Jetzt muss sie nur noch abgegradet werden. Verbesserung läuft. Jetzt könnten wir den Zerstörer-Montagebereich machen. Es ist ja eigentlich auch unsere... Oh, das dauert jetzt richtig lang. Seht ihr das? 1100 Sekunden. Ach du Scheiße. Vielleicht kommen wir danach sogar auf über 7K, wenn wir ganz viel Glück haben. So. Wupp, wupp. Raumhafen wird gebaut. Oberfläche ist okay. Ich möchte eigentlich... Oh. Die Wulup-Zivilisation getroffen. Wir haben auf Oldara die Gegenwart einer primitiven Alien-Zivilisation entdeckt. Sie scheint sich in der Anfangsstadie einer Bronzezeit zu befinden und beherrschen einfache Metallbearbeitung. Ihre Bevölkerung lebt fast ausnahmslos auf dem Land. Es haben sich jedoch schon einige große Stadtstaaten gebildet. Wir sollten den Bau einer Beobachtungsstation in Betracht ziehen. Interessant. Pause. Huch. Wir befinden uns jetzt aber schon im Gebiet einer anderen Spezies, wie ich jetzt gerade eben erst bemerke. Okay. Die kenne ich noch nicht. Die sind uns ebenbürtig. Handelsabkommen anbieten. Information, Sternkarte. Und Information, Stern... will er nicht. Nichtangriffspakt. Wollen sie auch nicht. Forschungsabkommen? Also irgendwie will keiner mit uns reden. Na dann halt nicht. Okay, ich kann jetzt mit diesem Forschungsschiff eigentlich gar nicht mehr sinnvoll irgendwo hinfliegen. Da komme ich auch nicht hin. Tja. Dann kann ich eigentlich nur noch eins machen. Mit dem untätigen Forschungsschiff hier. Nach Hause fliegen, die Forschung unterstützen. Bringt einen Bonus. Das ist alles, was ich tun kann. So, ihr baut das hier gerade eben schön fleißig. Sehr schön. Und ich glaube, ich möchte euch jetzt hier auch schon gleich... dem Reich, wie heißt, nein, auch nicht, Hilfe, Planeten, genau, wie heißt das Gebiet hier, das ist Jurgpul irgendwas, Jurgpulik, Sektor verwalten, genau, möchte ich das hier alles hinzufügen, so, dann haben wir nämlich hier wieder einen frei, abschließen,
Und bald durften wir auch wieder ein Dingensschiff zur Verfügung haben, ein Kolonieschiff. Eigentlich müssten wir gucken, dass wir diese Dinger hier auch noch in unser Reich integriert bekommen, aber das ist noch ein Stückchen weit weg. Moment, mir fällt gerade eben auf. Der kommt gerade eben zurück. Wir haben hier das noch nicht vollständig erforscht. Hä? Warum kann ich das nicht? Ah, jetzt geht's auf einmal. Davor ging's auf einmal nicht. Ja, ja, kein Zugang. Wir wussten's ja vorher nicht. Wir wussten ja nicht, dass ihr da wohnt. Ich meine, das hätte uns trotzdem nicht interessiert, aber... Jetzt, wo ihr uns erwischt habt, gehen wir mal und tun so, als ob wir uns schämen würden. Ja, komm, hol dir das auch noch. Unsere Flotte ist jetzt stark genug demnächst, dass wir ihn aufs Dach steigen können. Einziges Problem ist immer noch das Upgraden. Das dauert halt sehr, sehr lange. Eine ganze Flotte upgraden ist halt eine Aufgabe für sich. Das kann nicht jeder. Dafür braucht man schon Fachleute. Was ist denn das hier für eine komische Flotte? Colony established. Jetzt sehe ich diese Flotte hier nicht mehr. Wenn ich hier reingehe. Okay, wir haben eine Kolonie. Irgendwie ist... Ah, genau, Moment, die haben wir jetzt ja hier irgendwo. Wo? Ich weiß es gerade eben nicht mehr. Scheiße, ich habe jetzt irgendwo eine neue Kolonie und weiß nicht wo. Ah, wird schon gebaut. Auf der Oberfläche hier. Sage ich jetzt einfach mal. Ach, kann ich gar nicht. Ich kann es nicht verwalten. Ja, der muss es selber machen. Ich hoffe, er kriegt's hin. Unter diesen Umständen. Ah, rufen die uns jetzt erstmal an. Ich vertrete das Avabian Kingdom und man hat mich ermächtigt, euch Grüße zu übermitteln. Solange ihr euch aus unseren inneren Angelegenheiten heraushaltet, werden wir es höchstwahrscheinlich nicht bei euren tun. Ja, wir werden schon voneinander irgendwie profitieren, sage ich jetzt mal. Gut, was haben wir da? Ressourcenspeicher ist voll. Welcher? Ach, jetzt haben wir zu viele Energy Credits. Auf einmal haben wir zu viele Energy Credits. Ja, nie ist klar. So, haben wir nicht noch irgendwie die Möglichkeit, weiteres Kolonieschiff zu bauen? Ich hoffe es doch mal sehr. Ingenieurforschung. Impulstriebwerk für kleine Schiffe. Oder Schlachtschifftyp. Plastik-Stahlpanzerung. Ah, Raketen. Verteidigungsmodul. Neues Modul, Raketenverteidigungsmodul. Ich weiß nicht. Ich glaube Plastik-Stahlpanzerung. Weil das relativ schnell geht. So, das haben wir jetzt auch. Das hier gehört uns. Hier könnte man noch was bauen. Sehr gut. Ja komm, geht mal beide hierher. Könnt ihr euch mal auch zusammentun. Kann ich eigentlich mit dem Forschungsschiff jetzt hier noch irgendwelche Forschungen betreiben? Jetzt sind wir nämlich an dem Punkt angelangt, wo ich glaube, dass... Also so weit war ich noch nie so richtig. Dass die Galaxie eigentlich nicht mehr wirklich... frei ist von anderen Spezies. Alles gehört irgendwie irgendjemandem. So, Forschungsschiff. Kannst du die Forschung hier unterstützen? Und hier haben wir noch einen Planeten. Mit 16 Feldern. Der ist ziemlich eisig. Und ich muss ernsthaft überlegen, ob ich innerhalb meines eigenen bisherigen Gebietes da noch einen baue. Also noch einen weiteren Planeten. Weil theoretisch muss ich ansonsten nämlich jetzt hier diese so nach und nach auch noch dem da drüben angliedern. Oder noch ein eigenes Gebiet erschaffen. Also ein weiteres. Ist alles ein bisschen tricky.
Research complete. Okay. Flottenkapazität nochmal 10% hoch. Oh mein Gott, wir werden unsere Flotte niemals ganz nach oben bringen. Lebensdauer 10 Jahre, Feldproduktion nochmal Flottenkapazität. Ne, wir machen jetzt erstmal die Lebensdauer. Das ist auch gut für unsere Wissenschaftler. Unsere Wissenschaftler länger leben. So, Konstruktion abgeschlossen. 121 plus bei den Mineralien. Das ist mal ein Wort, oder? Construction complete. Was ist denn das hier? Kolonieschiff. Ah, das Kolonieschiff ist fertig. Wie wär's dann mit dem hier? 11? Oh, nee, das ist eine Katastrophe. Das schieben wir uns für ganz nach hinten. Das schieben wir ganz nach hinten. Wie sieht's hier aus? Wo ist er denn? Hallo? Bewohnbarer Planet. Ich finde ihn nicht. Er ist plötzlich nicht mehr bewohnbar. Er war gerade noch grün. Jetzt ist es nicht mehr. Oder ich dachte, er wäre grün. Hat sich umentschlossen. Nee, ich bin doch kein grüner Planet. Kolonisieren. Und dann gehen wir, glaube ich, tatsächlich dahin. Konstruktionsschiff ist hier wieder fertig. Wir können hier was weiter rumkonstruieren. Dann ist das hier auch fertig. Da hinten könnten wir uns noch was an Energy... Oh, sogar einiges an Energy Credits unter den Nagel reißen. Das sehe ich jetzt erst. Bergbaustation, jawohl. Unser Reich wird dadurch jetzt so groß, durch diese zusätzlichen Planeten, da kommt der Gegner gar nicht mehr hinterher. Genau, wir wollten ja noch einen Krieg anfangen. Ich wollte ja noch Krieg spielen. Das machen wir, sobald wir diese Kolonie hier uns schnabulieren. Hat schon angefangen. 95% ist unsere Flotte jetzt fertig. 96%. Genau, wir sollen jetzt hier den Zerstörermontagebereich bauen. Irgendeine Forschung ist sofort. Die Lebensdauer wurde erhöht. Pause. Grenzreichweite. Nochmal 10%. Ein Xenozoo. Was bringt denn der? Zufriedenheit. Wir machen erstmal die planetare Hauptstadt. Erlass... Nee, nicht Erlassliste. Raumhafen. Ich möchte hier diese synchronisierte Verteidigung haben. Ach nee, das machen wir ja schon. Habt ihr es bald? 99% und... Pause sollte vielleicht auch mal raus sein. Ships upgraded. 100. Sind wir immer noch bei 6,3k. Das ist aber immer noch verdammt stark. So, wir gehen da... Nee, Moment. Wir fallen dann wieder hier ein. Das ist der Plan. Keine Ahnung, warum wir jetzt schon wieder hier... minus 12 haben. Wahrscheinlich, weil die Flotte aktiv ist. Ich nehme mal an, dass das einfach... Sobald die Flotte aktiv ist, dass es dann irgendwie wieder unspaßig wird. Aber das kriegen wir hin. Es gibt hier einige Dinge, wo wir einfach nochmal ein bisschen Energy Credits abfarmen können. So, die Flotte fliegt. Braucht halt eine Weile. Chara. Nee. Das hier ist unser Planet. Ich will auf jeden Fall gleich noch sagen, Junge... Sieh zu, dass du hier noch eine bessere Flotte hinkriegst. Also mit Raumstation und allem drum und dran. Colony established. Genau. Und schon wird's gebaut und wir haben potenziell 140. So, unsere Flotte ist angekommen. Und damit bedanke ich mich, liebe Leute, fürs Zuschauen. Wir werden das nächste Mal angreifen. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ade.